Seit Freitag ist es nun draußen, die neue Platte von Static X. Wir mussten 11 lange Jahre warten, bis nun endlich neues Material von der Band auf einen Tonträger oder in digitaler Form bei euren Lieblings-Streaming-Partner erschienen ist. Und zwar habe ich hier in meinen Händen Project Regeneration Volume 1. Und wie es schon der Titel sagt, Volume 2 ist auch schon in Arbeit, kommt irgendwann in den nächsten Jahren auch raus. Darum soll es aber heute nicht gehen. Und zwar geht es eher um den Trubel hinter der Platte. Was ich damit meine, das seht ihr nach dem Intro. Arschbit Passion, you know, for the passion of the music. Ja, was haben wir uns nicht gefreut? Im Oktober 2018, als die Band plötzlich erschien auf der Bildfläche und sagte, hey, wir sind wieder da. Die drei originalen Mitglieder, Kuishi, Ken und Tony, wir sind wieder zusammen. Eine Band, Static X, haben noch einen Gastsänger, der nicht Wayne ersetzen soll, sondern das Erbe weiterträgt. Und wir veröffentlichen ein neues Album, Come of Tour, kulten unser Album ab, Wisconsin Death Trip. Und ihr könnt alle dabei sein. Mensch, die News, die ging rum. Aber es machte sich auch einiges an Trubel breit. Und zwar ein halbes Jahr ungefähr später meldet sich Trip Eisen. Und zwar sagte der, hey, ja, die neue Platte, finde ich super, dass da was rauskommt. Aber die Songs, die da drauf sind, das sind größtenteils Songs, die ich geschrieben habe mit Wayne zusammen. Die Band hatte eigentlich nichts mit zu tun. Ja, und dann ging es richtig los. Und zwar, das zeige ich euch einmal hier, haben hier einen Post, wo ein Fan halt sagte, hey, stimmt das überhaupt, was hier abgeht? Weil nämlich Trip Eisen hat eine Vergangenheit. 2015 machte er sich mit ein paar Sachen strafbar, wurde aus der Band geworfen, ging wieder in den Knast und ist seit, weiß ich nicht, 12, 13, 11 Jahre, weiß ich nicht, oder 10, wieder auf freien Fuß. Und das kreiden die Fans oder auch ein paar halt, nicht alle natürlich, der Band an. Stimmt das überhaupt, dass der da irgendwie bei diesem Project Regeneration Reunion Ding mit zu tun hatte? Und dann sagt die Band so, hey, hört mal zu, der hat eine neue Band am Start. Jetzt postet hier die Band in einen Kommentar, der möchte nur sein eigenes Ding pushen, der war mal in der Band, das ist alles Vergangenheit. So, das kann man hier nachlesen, ich habe es einmal kurz runtergebrochen, aber Trip Eisen, der ließ nicht locker. Und zwar veröffentlichte er vor kurzem ein Statement und auch jetzt am Dienstag, das möchte ich euch sehr, sehr gerne zeigen. Darin sagte er unter dem Titel You Are Welcome, also überhaupt kein Ding, bezogen auf Static X Danksagung, dass das Album so geworden ist, wie es geworden ist. Übrigens auch ein cooler Move, You're Welcome, eiskalt die Antwort zu droppen. Ja, sagt er halt, die Lieder, die ihr hören könnt auf der Platte, einige oder der Großteil, das sind Lieder, die er geschrieben hat, bringt dafür einige Beispiele wie Bring You Down, Something On My Own. Und es gibt auch hier bei Blabbermouth sogenanntes Copyright Sheet, wo man einsehen kann, wer wie welchen Anteil hatte an den Songs. Also es ist definitiv bewiesen, die Songs, die Static X hier verwendet auf der Platte, sind neue Songs nur aufgenommen, beziehungsweise ist ein Remix von der Arbeit von Wayne Static und Trip Eisen. Die sind dann hier auf die Platte gelandet und Trip Eisen geht es darum, dass er halt möchte halt gerne Credits dafür haben. So, ey, Leute, das sind meine Songs, die ich geschrieben habe und ihr haut da einfach eure rein und macht damit Geld. So, das ist uncool. Er sagt in dem Statement, welches man hier nachlesen kann, es geht hier nicht um Geld oder sonstiges, nur darum, dass er halt vernünftig gewertschätzt wird. So, die Band, die wehrt sich dagegen, weil es nämlich so war, es kam nämlich im April 2019 zu einem Disput, so wie Trip es sagt, weil er nicht zufrieden war, wo die Band musikalisch dahin gehen wollte. Also sprich, die bestehenden Songs hat die Band genommen, hat die überarbeitet, damit war Trip nicht zufrieden, hat das wohl gesagt und hat dann zu keiner Lösung kam und sagt so, ey, wenn es hier nicht so irgendwie zu einer Lösung kommt, dann hole ich einen Anwalt. Und wie er hier sagte, hat er geschrieben, and took legal action, hat er wohl rechtliche Schritte eingeleitet. Und natürlich, wenn du dann sowas machst, kommt es immer zum Bruch. Ja, wie wird das alles ausgetragen in der heutigen Zeit? Natürlich öffentlich, die Band haut dann auch eiskalt sowas raus wie hier in dem neuesten Kommentar und sagt so, ja,
wir wissen alle, warum er vor 15 Jahren gefeuert wurde, also bringt so seine Vergangenheit mit da rein. Es wird halt sehr, sehr unschön und unsauber. Und ja, Tripp hat auch nichts zu verlieren und veröffentlicht dann in dem Absatz, na, wo finde ich ihn? History of the Reunion, also die Geschichte der Wiedervereinigung, behauptet er, es war seine Idee, das Thema, also der Reunion, hat es Tony dann überbracht, so, er hat nicht Bock, was zu machen, wir können einen Kollegen von ihm nehmen, und zwar Edsel Dope als Frontmann. Das ist etwas, was, wo er sagt, so, ey, das war seine Idee, auch mit der Maske, diese Zero Mask mit den X drauf, ist eine Ableitung aus dem Static X Comic, im X-Men, was die mal vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ungefähr hatten. Und ja, auch bei den Songs, wenn man sich nämlich das Booklet anguckt, wird ja zwar bei einem Song aufgelistet, aber so größtenteils hat die Band sich da selber reingeschrieben. Das ist auch etwas, was er sagt, so ey, das ist uncool, auf der Band unterstellt, dass die da Geld machen wollen. Und das hat alles so einen bitteren Beigeschmack. Und ja, der teilt er ganz schön gut aus in dem Statement und sagt halt auch, das ist halt eine unangenehme Wahrheit und auch ein Fakt, dass es nun mal so ist. Er war halt in diesem Team drin, Team Reunion, ihm wurden super viele Versprechungen gemacht, wie er könnte mit der Band im Vorprogramm, mit seiner neuen Band im Vorprogramm rumtouren oder als Gitarrist bei der anstehenden Machine-Tour, die noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, die aber angesprochen wurde, dass er da wieder auftritt und all sowas. Also das ist schon sehr skurril und ja auch, wie er sagte halt, das mit Edsel Dope, das war seine Idee. Finde ich persönlich uncool, ne, dass er sagt so, ja, das ist Edsel Dope, weil ich meine, die Band hat das geheim gehalten mit der Maske und es wird auch so angeteasert. Finde ich uncool halt, ne, sowas zu droppen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo ich auf eingehen will, die einfach nicht so stimmen, was er so von sich gibt, und ich meine damit wie den Song Hello, der beinhaltet dieses Yeah, Yeah, Yeah Sample, was die auch in I'm the One hatten, und er schießt sich drauf ein, er und Wayne Static haben I'm the One geschrieben. Mag so stimmen, mag so sein, da kommt auch Yeah, Yeah, Yeah dieses Sample drin vor, auch im neuen Song. Aber das Event, das benutzt, das habe ich schon vorher gemacht bei Push It, da war Tripp Eisen überhaupt noch nicht in der Band. Also hört euch mal den Song Push It an, da hört ihr auch Yeah am Push It, Yeah am Push It. Das sind so Sachen, die halt nicht so stimmen. Und finde ich, wie gesagt, uncool, das dann auch so darzustellen. Und ja, es ist alles, wie gesagt, sehr, sehr bedauerlich, weil es gibt nun mal hier Fakt, also was Blabbermaus veröffentlicht hat, also ein Bild mit Edsel Dope, Tony und Tripp Eisen, wie die halt hier essen, was wohl angeblich im September gemacht wurde. Also die haben sich getroffen und haben auch darüber geredet. Also de facto ist es auch so, dass er wirklich dabei war bei diesem ganzen Reunion-Cycle, und on top kann er halt beweisen, dass er ja, Credits verdient hat an Songs, wie man das hier sehen kann in der Tabelle, obwohl er nicht aufgeführt ist, nur für euch so als Richtwert. Er und Wayne haben Lieder geschrieben, die gibt es irgendwo, die hören sich irgendwie an, sag ich mal. Die Band ist hergegangen, hat das etwas Bestehendes genommen, hat das dann nochmal überarbeitet. So, eigentlich müsste er dafür halt auch Credits kriegen, weil die Band hat nichts Neues und nichts Eigenes erschaffen in dem Sinne, sondern hat etwas Bestehendes genommen, darauf aufgebaut, es verändert. Ja, das ist ein ziemlich uncooler Move, und das jetzt irgendwie so verheimlichen, das ist natürlich, ich bin mal gespannt, wie das halt ausgeht, ne? Weil halt das eine Band komplett zerstören kann. Bestes Beispiel Fear Factory, ne? Ich bin da echt mal gespannt, ich möchte mal gerne eure Meinung wissen. Ja, da bin ich auch schon wieder, und ja, ist über Nacht etwas passiert. Es ist so, dass sich Edsel Dope gemeldet hat. Richtig, der, sagen wir mal, angebliche Zero-Frontmann. Und ich blende euch das mal hier ein. Und zwar richtet er mit den ersten Worten ein dich an Tripp Eisen und sagt halt, du zweifacher, verknackter, also Sex-Offender. Also das ist halt die Straftat, die Tripp halt vor 15 Jahren begangen hat, möchte ich nicht mehr im Detail darauf eingehen, und ja, so geht das halt die ganze Zeit weiter, also es wird halt sehr, sehr unsachlich.
Er schreibt in dem Statement, dass also Edsel Trip Eisen, der auch in seiner Band gespielt hat vor 20 Jahren, rausgekickt hat, weil er talentlos ist und sehr, sehr egozentrisch, und Static X haben ihn vor 15 Jahren rausgekickt, weil er zum damaligen Zeitpunkt ein 40-jähriger Perversling war, der sich an minderjährige Groupies rangemacht hat und auch ausgenutzt hat. Und das ist der Grund, also das ist dann irgendwann aufgeflogen bei der Polizei, und das ist dann der Grund, warum er dann verknackt wurde. Weiter schreibt halt Edsel, dass er nichts wirklich im Leben gelernt hätte, obwohl er zweimal halt im Knast saß. Er ist jemand, der sich selber als Opfer darstellt, und er hat sich auch niemals aus seiner Sicht bei der Metal Community für sein Verhalten irgendwie entschuldigt. Ich weiß es nicht. Und was er jetzt halt versucht oder vorwirft laut Edsel, ist, dass er versucht, seinen Arme reinzuwaschen, dass er versucht, halt irgendwie an Kredibilität zu gewinnen und halt sich da versucht, irgendwie einzumischen an diese Static X Reunion. Und er sagt halt ganz klar, ups, ich bringe das hier hoch, halte ich einfach hier raus für deine zur Information, dass angeblich er und Edsel, beziehungsweise Edsel und Wayne Static hatten 2014 ein Gespräch über Trip Eisen, wo Edsel sagt, dass er genau weiß, wie, sagen wir mal, Wayne Static zu ihm steht, und angeblich hat Wayne Trip Eisen gehasst und hat auch nicht wirklich, wirklich Lust, jemals wieder mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Und das ist auch mein Kenntnisstand, weil in mehreren Interviews Wayne sagte, er hat uns hier mit der Band halt richtig in den Mist geritten, weil viele denken, die Band hat damit irgendwas zu tun, obwohl es nur eine Einzelperson ist. Und es durfte sich die Band einige Jahre halt wirklich anhören. Das kann ich auch mal so bestätigen. Und weiter sagt halt Edsel, dass er zu Leuten hingeht und sagt, ja, du bettelst hier nur um Aufmerksamkeit für deine neue Band in den vergangenen 3 Jahren, und alles, was du halt machst, ist halt Dope, Static X und Murder Dolls in deinen sozialen Medien zu hashtaggen. Ja, stimmt, das habe ich nachgeschaut, also es wird überall gehashtaggt. Und was hat ihnen das gebracht? Um ungefähr 1000 Follower auf Facebook sowie Instagram zusammen. Die Zahl stimmt auch, und dann haut Edsel raus, lol, dass es angeblich vorbei ist, und die Welt soll halt wissen, dass, also da wird es richtig unschön, dass er ein 40-jähriger Perversling war, als er sich halt vergangen hat an Minderjährige, seinen Status ausgenutzt hat, und dass er zweimal dafür halt verknackt wurde. Das Spiel ist angeblich vorbei, und er hat da keine Lust mehr, irgendwie dem Ganzen noch eine Aufmerksamkeit zu geben. Und hier sieht man halt noch so unschöne Memes. Zeige ich euch nochmal hier. 14-year-old dude, Alien vs. Predator, Trip Epstein, Photo Courtesy of New Jersey State Department Correction und so weiter und so fort. Also ihr seht, es ist sehr, sehr unschön, und ich gehe damit einfach mal zurück. Wie steht ihr dazu zu dem ganzen Thema? Wie ist eure Meinung? Findet ihr das gut aufgrund der Vergangenheit von Trip Eisen, was er mal in der Vergangenheit gemacht hat, dass die Band das so ausschlachtet und darstellt, so hey, schaut ihn doch an, wir wissen alle, was er damals getan hat, jetzt kommt er hier angekrochen, und das auch verschleiert, diese Zusammenarbeit mit Trip Eisen, die es wohl wirklich gab, und ja, auch sein Kollege, so wie er sagte, er und Edsel Dope, dass das alles in die Brüche gegangen sind. Wie steht ihr dazu? Cooler Move, uncooler Move, würde mich sehr, sehr interessieren, und natürlich auch, wie findet ihr die neue Platte? Lasst es mich wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch was. Ich bin raus. Ciao.